Hey, hey, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich auf das ein oder andere Hate-Kommentar eingehen, besser gesagt, auch auf die ein oder andere Kritik. Aber man kann schnell ja auch Hate in Kritik verpacken unter dem Deckmantel der Kritik. Aber ich möchte auf das ein oder andere Kommentar eingehen, weil es mir einfach ein Anliegen ist und natürlich auch eine Videoidee und möchte dazu was sagen. So, das sind fünf Kommentare, die ich mir ausgesucht habe. Ich habe jetzt nicht wirklich Hassnachrichten oder so bekommen. Da bin ich auch echt froh drüber. Und ja, genau. Jetzt fangen wir mal an. Das erste Kommentar lautet Forever Fat. Ich finde es persönlich schade, dass man sowas schreibt und jemanden damit zu verstehen geben möchte, dass diese Person niemals was ändern wird, immer dick bleibt. Ist natürlich demotivierend, sowas zu lesen. Das tut keiner Menschenseele, denke ich, gut. Und das ist auch anmaßend, seine persönliche Meinung als Fakt darzustellen. Das sollte man auch nicht tun. Also wenn ich sowas lese, denke ich mir, okay, Forever Fat, seid ihr da mal nicht zu sicher. Ne? Am Ende kackt die Ente, mein Bester. Ne? das war es auf jeden Fall noch nicht. Vor allen Dingen, ich bin sehr guter Dinge, habe jetzt auch die 25 Kilo verloren und konnte schon sehr oft in meinem Leben abnehmen. Mich sollte man niemals abschreiben. Vor allen Dingen sollte man niemanden etwas Schlechtes wünschen. Kommentar Nummer 2. Nach dem Leroy-Video, und das ist jetzt schon einige Zeit her, wirst du immer dicker und habe es doch gesagt. Er labert nur. Also jetzt zum diesem Zeitpunkt kann man da sagen, junger Mann, du hast dich getäuscht. Wette gewonnen und 25 Kilo abgenommen. So schnell kann das gehen, so schnell kann sich das Blatt wenden. Deswegen niemals jemanden vorverurteilen. Niemals. Und sowas vom Stapel lassen. Mit diesem Kommentar ist außerdem niemandem geholfen. Nicht dir, wenn du sowas verpackst, sowas schreibst und nicht mir. Wenn ich sowas lese, ist das natürlich nicht schön, sowas zu lesen. Und verteile mal lieber positive Vibes. Das sagt auch viel über dich als Menschen, denke ich, aus. Aber ja, da kann ich dir nur sagen, mein Bester, das stimmt so nicht. Und ich kämpfe. Ich kämpfe wie ein Löwe. Und ich glaube an mich. Das werde ich auch immer tun. Das habe ich auch gesagt, als ich nichts getan habe. Und ihr wisst, ich stand immer zum Erfolg oder Misserfolg. Ich habe mich vor die Kamera gesetzt und gesagt, ich habe wieder zugenommen, ich habe wieder Alkohol getrunken, ich habe gecheatet, ich habe dies und das gemacht. Ah, ich muss jetzt noch was beichten. Und zwar natürlich nicht, weil die einen oder anderen jetzt auch meinten, ja, wie viele Beichtvideos denn noch? Ich wüsste nicht, dass ich so viele Beichtvideos rausgebracht habe. Und außerdem ist es doch immer schön, mit der Wahrheit rauszukommen und sich immer mehr frei zu machen. Und das ist das, was zählt. Und wenn noch hunderte Beichtvideos kommen würden. Das wollte ich jetzt auch nochmal gesagt haben. Der dritte Kommentar, bla bla bla, ich will Geld und stelle andere Übergewichtige schlechter als willensschwach und willenlos. Lass mir das Geldthema beiseite. Ich habe wirklich nicht viel mit YouTube verdient. Das ist ein ganz, ganz kleines Zubrot. Ganz, ganz kleines Zubrot. Da muss ich ganz ehrlich sein. Also ganz kleines Taschengeld. Davon kann ich, weiß Gott, nicht leben, weiß Gott nicht. Und die Klickzahlen sind auch eingebrochen, hat wahrscheinlich auch mit dem Algorithmus zu tun. Vielleicht ist das Interesse auch gesunken, aber das ist kein Problem. Die Waren werden immer da sein und ich bin stolz, Menschen zu erreichen und das wollte ich schon immer. Und wenn es nur ein Einzelner ist, der das fühlt. So viel zu dem Thema. Mir geht es gar nicht um das Geld. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Mehr als jedes Geld wert ist, dieses Sprachrohr, euch zu erreichen, zu euch zu sprechen, euch an meiner Seite zu haben. Dass ich das machen kann, Leute inspirieren und motivieren kann, Leben retten kann, Leben verändern kann. Andere wissen, sie sind nicht die Einzigen, die mit diesem starken Übergewicht zu kämpfen haben und die psychische Probleme haben. Jemand, der den Mut hat, das offen kundzutun und ihr dadurch auch viel für euch mitnehmen könnt. Das ist mehr wert als jedes Geld, was man auf der Tasche hat. Ne? Und willensschwach die Übergewichtigen darstellen, tue ich, weiß Gott nicht. Weil ich habe den Mut, zu mir zu stehen und über die Sucht aufzuklären und Klartext zu reden. Siehe das Video, was ich vorhin hochgeladen habe. Ich spreche den übergewichtigen Menschen und suchtkranken Menschen aus der Seele. Habe einfach die Eier dazu, auch die hässliche Seite der Sucht zu zeigen. Und das ohne etwas schön zu reden. So wie es ist, das, was passiert mit den Menschen, die inneren Dämonen, die viele in sich drin tragen.
dieser ganze Schmerz und ich zeige es offen und transparent. Und ich stelle niemanden als willensschwach oder faul dar. Nein, ich bin mir sicher, dass die meisten übergewichtigen Menschen, dass, wenn sie die Augen nicht verschließen und in meiner Situation sind, das fühlen. Und ich kämpfe, ich reiß mir den Arsch auf. Und das sieht man ja auch an den 25 Kilo, die ich verloren habe. Aber auch ohne diese Kilos ist das einfach sehr viel wert, darüber zu reden, zu reflektieren und den Mut zu haben, auch wenn es nicht läuft. Und es gibt so viele, die das schätzen, ne? Und nicht immer alles madig reden. Wer das Haar in der Suppe finden will, findet es. Man kann immer einem etwas so auslegen, dass es negativ ist. Immer. Man findet immer was, Leute. Schlimmer als Politiker. Nur reden, nichts machen. Zugegebenermaßen sehr lustig. Ja, jetzt sieht man, ich mache auch. Ich mache auch die 25 Kilo, die ich verloren habe. Aber wir reden hier von einer Sucht. Das ist ein Teufelskreis. Das wünsche ich keinem. Das wünsche ich keinem. Man muss sich das erstmal eingestehen. Warum möchte man was ändern? Und warum macht man das, was man macht? Warum ist man suchtkrank? Das sind ganz wichtige Dinge für den Prozess, um das Ganze ins Laufen zu bringen und daran was zu ändern. Und viele zeigen sich ja nicht so wie ich in diesen Misserfolgen oder generell haben den Mut, das so zu machen. Aber so sieht das halt nun mal aus, wenn man wirklich suchtkrank ist, dass man sich vieles vornimmt, dass man darüber redet. Und das ist aber auch wichtig, darüber zu reden, zu reflektieren, überhaupt erst einmal zu wissen, was passiert. Und es ist halt nun mal so, dass man sich immer vieles vornimmt und das meistens nicht klappt oder nicht auf Anhieb. Das ist sehr, 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 wie soll ich sagen, verzwickt das Ganze und langwierig, bis man einen Weg findet. Aber es lohnt sich, diesen Weg zu gehen und letzten Endes zählt es nur, einen Weg daraus zu finden. Und das werden wir, Leute, das werden wir. Und ja, das Letzte, was geschrieben wurde, nur Clickbait und Ziel, Reichweite zu bekommen, laber, nichts ändern. Ja, also da habe ich praktisch auch schon was zu gesagt. Dementsprechend brauche ich da auch gar nicht mehr, ist mir jetzt eingefallen, großartig drauf eingehen, wie wichtig mir das ist, dass es mir nicht um das Geld geht, was für eine Intention ich habe. Und ich bin froh, dass ich angefangen habe, zu Leroy zu gehen. Die erste Reportage, wie ist das, 180 Kilo zu wiegen, Leute? Dadurch bin ich immer reflektierter geworden. Durch meinen Blog auf Instagram hab mich mit dem Thema immer mehr auseinandergesetzt. Die Erfahrungswerte der anderen Menschen schätze ich sehr. Sie haben mir so sehr damit geholfen. Wirklich, so eine Art Selbsthilfegruppe. Und ich bin immer weitsichtiger geworden. Und ich bin immer selbstbewusster geworden. Und all die Resonanz und all der Zuspruch hat mir natürlich sehr gut getan. Und dafür werde ich immer dankbar sein, auch die Chance bekommen zu haben, bei Leroy mitzumachen. Dadurch haben sich weitere Reportagen ereignet. Follow Me Reports, Binge Eating, wenn das Essen zur Sucht wird. Oder Hyperbowl, frag einen Dicken, wie ich finde, sehr legendär. Und ich hatte sogar die Ehre, bei 1Live neben Faisal Kavusi zu sitzen. Das sagt doch einiges. Ich habe mich getraut, auf die Bühne zu gehen, einen Comedy-Auftritt zu absolvieren. Und das sind einfach so tolle Sachen, wo ich einfach sehr stolz drauf bin. Da hat man sich wirklich schon in dem Sinne ein Denkmal gebaut, ein Exempel statuiert, weil ich weiß, dass man sehr, sehr vielen Menschen damit geholfen hat, die in derselben Situation stecken und aus der Seele gesprochen hat und motiviert hat. Und darauf bin ich stolz. Und ich danke euch einfach, Leute, für all euren Support und wünsche euch einen schönen Abend. Ciao, Kakao.